So, guten Tag, mein Lieben. So, es geht weiter. Leider sehen wir einander nicht. Ich habe damit gerechnet, dass wir diese Woche wenigstens teilweise zusammenarbeiten können. Das wird nicht passieren. Wir machen schön alles in Ruhe weiter mit unseren Videos. Erstmal diese Woche und dann schauen wir mal Ende der Woche, wie das hier weiterläuft. Okay, Leute, folgendes. Das Thema, was wir bis zum Weihnachtsferien gemacht haben, haben wir abgeschlossen. Ja? Also diese abschließenden Übungsaufgaben sind da. Einige haben das wunderschön schon gemacht, eingereicht, einige sogar das auf dem Papier, andere haben das per Foto zugeschickt. Du musst hier jetzt diese Woche nicht mehr irgendetwas in das Sekretariat abgeben. Also machst du ein Foto von deiner Hausaufgabe oder was du gemacht hast, und schickst du mir zu. Das Beste ist, wenn du das per E-Mail machst. Ja? Also Schulcloud ist schwierig. Okay, Leute. Also, das war das vorige Thema. Und wir legen jetzt hier los mit einem anderen Thema. Und wir fangen mit ganz, ganz in Ruhe an. Ja? Wir werden ein paar Begriffe jetzt zeigen wollen. Später kennenlernen und jeder erschreckt sich davon. Ne? Angst ist gut, ab und zu mal, wenn du dich so retten musst, ja? Aber sonst braucht man eigentlich unnötig keine Angst. So, also nimmst du deine karierte Blatt Papier. Ich muss dieses Sand anschneiden. Nimmst du deine karierte Blatt Papier, beschriftest du das schön, Fachmatte, Name, Klasse, Datum, an dem du das bearbeitet hast. Und dann kannst du auch heute an deinem Motto schreiben und wir fangen mit deiner Sache, was eigentlich, wir kennen das schon, ja? Aber schon ein bisschen so tiefer da. Ja? Thema addieren, ja? Einige benutzen noch immer das Wort Plusrechnen oder multiplizieren und stellen wir mal diese Frage, sind Mathematiker faul? Und dann schauen wir mal, ob wir wirklich faul sind. So, also, addieren. Was bedeutet addieren? Was bedeutet das, dass ich die Zahl 3 mit 2 plus rechne? Ja? Eine Gesamtheit so. Oder, wenn ich das so lese, 3 plus 2. Was muss ich da machen? Erste Zahl, 3. Super. 1, 2, 3. Abgezählt. Zweite Zahl, 2. 1, 2. Abgezählt. Und jetzt zähle ich zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, 5. Zusammengezählt. Ja? Und wie schön dieses Abakus, ich kann damit so herrlich Sachen einfach zusammenzählen. Ja? Also, wenn wir addieren wollen, haben wir nichts anderes als wir zählen einfach zusammen. Und zählen kann jeder. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, glücklicherweise haben wir nur so viel Zahlen. So viel Zahlen. Wir haben nur 10 Symbole. Ja? Und mit diesen 10 Symbolen können wir alle Zahlen einfach schön darstellen. Abzählen. Ja? So. Wie macht man das? Probieren wir mal.
1, 2, 3. Einmal. Oh. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder zusammengezählt. 6. Das muss einfach zusammengezählt. Hier fragt natürlich Bacon. Naja, ich werde jetzt also addieren, ist okay, das ist knaschen, aber was ist denn subtrahieren? Also minusrechnen. So, was heißt das dann? 3 minus 2. Naja. Schauen wir mal. Also, wir brauchen erstmal die 3. 1, 2, 3. So. Minus 2. Ziehen wir ab. 1, 2. Habe ich abgezogen. Was bleibt übrig? 1. Wir machen eigentlich nichts anderes als umgekehrt. Wir zählen hier zusammen, ja, und dann ziehen wir einfach ab. Ja. Und das, was übrig bleibt, zählen wir auch wieder. Ja, das war's. Ja. Also, wenn wir addieren können, zusammenzählen können, dann können wir auch subtrahieren. Machen wir einfach in eine andere Richtung. So. Und was ist jetzt damit? Dann müssen wir mal hier, wie viel Mal müssen wir das hier machen? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine Menge. Ja. Damit ich das nicht vergesse, mache ich mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Fünfmal muss ich jetzt hier das machen. So, also. 1, 2, 3, einmal. 1, 2, 3, zweimal. 1, 2, 3, drittes Mal. 1, 2 und letztes Mal. 1, 2, 3. Fertig. Wie viel ist das? 10, 1, 2, 3, 4, 5. 14. Oh, mal kein Kontroll. Ja, das ist wirklich. 3 mal 5. 14. Das ist 14. Wahnsinn. So. Hast du das gesehen? Was wir hier gemacht haben? Wir haben es einfach zusammengezählt. Ja? Wir haben 5 mal die 3 zusammengezählt, nur 15. Wie schön ist diese kleine Maschine? So. Na, was ist diese Multiplizieren? Ja, was bedeutet Multiplizieren? 5 mal 3. So, wir haben jetzt hier so eine neue Sache. Ja? Da hatten wir so ein Pluszeichen und plötzlich haben wir jetzt hier einen Punkt. Wir addieren die Zahl 3 5-mal. Wir müssen nichts anderes machen, als zusammenziehen. Ja, das, was wir gemacht haben. 5 mal addieren wir oder zählen wir zusammen. Ja? Und dann schauen wir mal. Also, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist unser Zähler. Ja? Damit wir das nicht vergessen. Wie viel Mal haben wir das gemacht? Ja? So, also, was müssen wir jetzt hier machen? 3. Okay, dann machen wir 3. Also, 1, 2, 3, einmal gemacht. Super. 1, 2, 3, nochmal gemacht. 1,
zwei, drei, dreimal gemacht. So. Ein, ups. Viermal gemacht. Das letzte Mal. Ein, zwei, drei. So. Nichts mehr übrig. Wir sind fertig. Ja, dann müssen wir einfach nur so ablesen. Ja? 10, 15. Meine Lieben, euer Taschenrechner kann nicht multiplizieren. Also das, was du machst in deinem Kopf, wenn der Lehrer fragt, wie viel ist 5 mal 3, und dann sagst du 5 mal 3 ist 15. Das kann er nicht machen. Und dein kleiner Raspberry Pi kann es auch nicht machen. Was die machen können, ist das. Aber die machen das so schnell, dass du denkst, ups, die haben das so ausgerechnet. Ja? Also, hast du aufgepasst? 5. Ist dein Zähler und du machst so lang hier unten das Zusammenrechnen, bis es jetzt hier 0 wird. Ja? Das ist das, was wir hier gemacht haben. Also, die Frage: Sind Mathematiker frei? Wenn wir das so schreiben, nein, das hat mit Vorhalt so nichts zu tun, ja? Sondern das ist irgendwie sehr lang, sehr viel Platz. Ja? Und damals, als der Papyrus noch sehr teuer war, ja, man musste damit sparsam umgehen, ja? Da versuchte man es irgendwie was abkürzen. Ja? Und das ist jetzt nichts anderes, die Multiplikation, als eine Abkürzung von der Addition oder von der Addieren. Ja? Das bedeutet das Gleiche als das. Nur, das ist kürzer. So. Kleine Übung, mein Lieben. So, Aufgaben. Du nimmst deine Rechenschieber, deinen Abakus. Ja? Und versuchst du den 7 mal 3 so ausrechnen, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ja, also, wir müssen dir 3 7-mal zusammenzählen. Ja, nimmst du einfach eine Zählerzeile, ja, kann zum Beispiel der oberste sein oder deine rote. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, und dann zählst du so zusammen. Und jedes Mal, wenn du das gemacht hast, der Zähler wird weniger. Ja, machst du es so lang, bis dann hier 0 wird. Okay? Okay, super. Im nächsten Video machen wir das mal weiter.